Ja, herzlich willkommen zum Online-Kongress Ab in die Zukunft für moderne Montessori-Schulen und freie Schulen. Mit dem Online-Kongress bieten wir eine Diskussionsplattform zu den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wir bieten Lösungen an und zeigen Beispiele. Als heutigen Gesprächsgast begrüße ich ganz herzlich Professor Gerald Hüther. Lieber Herr Professor Hüther, es ist mir eine sehr große Ehre, Sie heute als Gesprächspartner grüßen zu dürfen und freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Es ist mir auch eine Ehre, liebe Frau Müller-Werner, und ich freue mich, wenn das, was wir jetzt miteinander besprechen, für diejenigen, die uns dann zuschauen, auch vielleicht ein bisschen wertvoll ist, sodass Ja. sie das eine oder andere dann mitnehmen können. Genau. Ich denke, ich brauche Sie nicht besonders groß vorzustellen, weil jeder kennt Sie. Aber Sie sind Neurobiologe, Buchautor und ein sehr gefragter Sprecher und Interviewgast. Und deshalb freue ich mich sehr, dass das auch geklappt hat. Ich möchte mit Ihnen heute gerne wirklich zu dem Thema Schule der Zukunft sprechen. Es wird mich und vor allen Dingen auch die Teilnehmer sehr interessieren, wie Sie die Schule der Zukunft definieren, sehen, darstellen würden, in welche Richtung das für Sie gehen würde. Im Moment haben wir durch die allgemeine Situation ja sowieso eine besondere Lage der Dinge, dass sehr viel diskutiert wird und es, glaube ich, eine große Chance ist, was zu verändern. Nur die Frage ist, was und in welche Richtung? Da würde ich gerne Ihre Gedanken zuhören. Ja, als Neurobiologe, das haben ja die Befunde in der Neurobiologie in den letzten 20 Jahren gezeigt, weiß ich, dass in jedem Kind eigentlich ein unglaubliches Potenzial steckt. Die kommen schon mit einem riesigen Überschuss an Vernetzungen zur Welt. Die haben diese ganze Begeisterung, die haben diese Leistungsbereitschaft. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich so einen kleinen Jungen beobachte, wenn der einen Turm baut, der will den nicht mittelhoch bauen, der will immer den höchsten Turm bauen. Und dann ist es eben leider so, dass wir bisher immer noch keinen Weg gefunden haben, den Kindern dabei zu helfen, dieses unglaubliche Potenzial auch wirklich zur Entfaltung zu bringen. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Das liegt daran, dass wir die Kinder nicht in ihrer ganzen Subjekthaftigkeit annehmen, sondern dass wir versuchen, sie zu etwas zu bewegen, ihnen was beizubringen, von dem wir glauben, dass das wichtig sei. Und damit machen wir sie zum Objekt. Und diese Erfahrung, die Kinder dann machen, wenn sie merken, es freut sich niemand über das, was aus ihnen rauskommt, sondern es gibt da Menschen, die bestimmte Erwartungen haben, was da rauskommen soll. Das bringt die Kinder in eine extrem missliche Situation. Das ist neurobiologisch eigentlich, es ist vergleichbar mit körperlichen Schmerzen. Das haben die Hirnforscher jetzt inzwischen ja auch richtig zeigen können. Sogar bei erwachsenen Männern geht das noch. Wenn man die in eine Situation bringt, wo die nicht zeigen können, was sie drauf haben und wo die aus der Gemeinschaft so rausgeflogen werden, oder rausgeworfen werden, wenn die also erleben müssen, dass sie wie ein Objekt behandelt werden und ihre beiden Grundbedürfnisse nach Verbundenheit einerseits und nach Autonomie andererseits nicht gestillt werden, ist das so eine starke Belastung, dass im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert werden, die auch dann aktiviert werden, wenn man ihnen körperliche Schmerzen zufügt. So, das muss man erstmal wissen, damit man begreift, in welcher Situation solche Kinder sind, wenn die dann unsere Erwartungen erfüllen sollen. Jetzt in der Corona-Zeit ist das nochmal ein ganz besonders schwieriges Problem, weil die Kinder uns natürlich auch nicht verletzen wollen. Die wollen ja so sein, die wollen ja schützen, die wollen ja nicht, dass alte Menschen sterben, und deshalb halten die sich aus eigenem Antrieb ganz streng, oftmals viel strenger als die Erwachsenen an diese Regeln. Und wir freuen uns dann auch darüber, dass die das alles so toll machen, und fragen uns aber eben gar nicht, was das eigentlich bedeutet, wenn das ein Kind hinbekommt. Das muss nämlich seine ureigensten lebendigen Bedürfnisse, nämlich
spielerisch mit anderen unterwegs zu sein, seiner Lernlust, seiner Entdeckerfreude nachzugehen. Diese Bedürfnisse muss das Kind dann unterdrücken, sonst kann es ja die Regeln nicht einhalten und kriegt dann auch möglicherweise sogar Ärger. Und das macht jedes Kind auf die eine oder andere Weise mehr oder weniger gut. Und wenn das dann so weit ist, dass das dann unterdrückt ist, dann hat sich im Hirn eine hemmende Verschaltung über den Bereich gebaut, die das Bedürfnis hervorbringt. Und dann ist es weg. Und dann können Sie dem Kind sagen, hier 2 Meter Abstand und den ganzen Tag mit Maske und dann gibt es keinen Widerspruch mehr. Und so ähnlich ist das eben auch schon vorher gewesen. Da hat man gesagt, nur wenn du dich ordentlich anstrengst und wenn du unsere Erwartungen erfüllst, kriegst du von uns das, was du gerne möchtest, nämlich Anerkennung und das Gefühl von Zugehörigkeit. Und dann haben sich auch vorher schon, also wir beide ja auch, wir haben uns dann vorher eben auch schon angestrengt, die Erwartungen der Erwachsenen zu erfüllen. Und dabei haben wir dann tapfer unsere lebendigen Bedürfnisse unterdrückt, so bis sie weg waren. Und ich gehöre zu denen, die das dann besonders gut gekonnt haben. Und ich glaube, wenn ich nicht so viel Glück gehabt hätte und unten drunter so eine freie Kindheit gehabt hätte, dann hätte ich schweren Schaden davon genommen. Aber die meisten machen das ja sehr automatisch und bei vielen geht es ja auch schon im Elternhaus los, dass die sich daran gewöhnen. Die Schule setzt das ja nur noch fort. Und dann heißt es, die sind dann irgendwie, ich nenne das immer gerne scheintot. Also die funktionieren und dass die dann am Ende Abitur 1,0 machen, ist kein Zeichen von besonderer Intelligenz, sondern von besonderer Anpassungsfähigkeit. Also die haben das besonders gut hingekriegt, so zu funktionieren, wie das von den Lehrern oder den Verhältnissen in der Schule oder den Eltern erwartet wird. So, das ist jetzt die Ausgangssituation und die haben wir jetzt aber ja schon seit Generationen. Das ist ja nicht neu, das war ja schon im Kaiserreich so. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, im Kaiserreich ist das sehr stark mit Druck und dem Knüppel gemacht worden, mit richtigen körperlichen Züchtigungen. Und das heißt, das ist die alte Herrschaftsstruktur, die wahrt ihre Macht durch Unterdrückung und Gewalt. Jetzt haben wir eine Situation, wo Machthaber ihre Positionen wahren durch Verführung auf allen Ebenen. Also das geht bei Amazon los und hört bei unserer Regierung auf. Da wird immer was versprochen dafür, dass man, wenn man das so, und dann ja, kriegt man es. Und das ist viel schlimmer, diese Verführung, als der Druck, weil im Widerstand gegen einen Herrscher, oder sagen wir mal gegen autoritären Vater, da kann man sich ja noch als Subjekt behaupten. Da kann man ja sagen, wenn ich 18 bin, dann haue ich dem aber eine auf die Nuss. Oder man verbündet sich mit anderen und versucht dann irgendwie so eine kleine Peergroup zu bilden, die sich da irgendwie gegenseitig stärkt. Also Unterdrückung führt eigentlich zur Selbstermächtigung, währenddessen Verführung viel gefährlicher ist. Weil der Verführte ja gar nicht weiß, dass er verführt ist. Der glaubt ja, dass das alles toll ist, was er da macht und dass es die Leute auch gut meinen. Der Papa ist so ein toller Freund und er gibt sich auch so eine große Mühe, dass ich hier also meine ganzen Interessen auch erfüllen kann. Und nun sind sie dann im Nu in so einer Falle drin. Und dann ist es nun fast egal, ob die Schule das nun mit Druck und Gewalt durchsetzt oder mit Verführung und subtilen Methoden. Am Ende sind sie immer in einer Situation als Kind, wo sie Objekt werden. Objekt der Anweisungen, Erwartungen, Belehrungen, Bewertungen, Maßnahmen anderer. Und das ist ein solches riesiges Problem, dass unter solchen Bedingungen kein Kind seine in ihm angelegten Talente und Begabungen, also dieses wunderbare Potenzial, entfalten kann. Das ist das Ende eigentlich jedes Selbstentfaltungsprozesses. Und von da an geht es nur noch weiter, indem eben Lösungen gesucht werden, um dieses fatale Problem individuell
auf die eine oder andere Weise zu lösen. Manche vielleicht doch noch im Widerstand, manche entwickeln eine Psychopathologie, manche werden furchtbar angepasste Ja-Sager und Schleimer. Auf alle Fälle kommt nicht mehr das raus, was wir uns wünschen, nämlich ein Kind, was bei sich ist, was eigensinnig ist, was weiß, was es will, was diese Welt entdecken will und sich da auch durch nichts auf der Welt davon abhalten lässt. Und wenn später das Kind erwachsen geworden ist und alle laufen nach rechts, dann bleibt dieses Kind stehen und sagt, da komme ich nicht mit. Das sind starke Kinder. Und jetzt ahnen Sie schon, mit denen kann unsere Gesellschaft nicht ganz so viel anfangen. Wir brauchen ja Verführbare, schon alleine, um unser Wirtschaftswachstum sicherzustellen und den Konsum und diese ganzen vielen Dienstleistungsangebote, die muss man ja auch wahrnehmen wollen. Und deshalb ist unsere Schule jetzt in einer schwierigen Situation. Und sie macht das, was sie immer gemacht hat, erzeugt weiterhin unglückliche und in sich selbst unzufriedene junge Menschen, die ihre Freude am Lernen weitgehend verloren haben und die dann aber sehr willkommen sind für die ganzen Verführer, die da stehen und ihnen dann anbieten, was sie nun alles machen könnten, um den Frust loszuwerden, den sie da tagsüber in der Schule oder während dieser ganzen Schulzeit angesammelt haben. Man könnte also, wenn man sarkastisch ist, könnte man sagen, die Schulen, so wie sie im Augenblick sind, sind genau richtig, weil sie dieses auf Wachstum orientierte Konsumsystem unterhalten, indem sie entsprechenden Nachwuchs an Bedürftigen erzeugen. Das war nicht das, was Maria Montessori wollte. Genau. Was aber, und das ist vielleicht bezeichnend, schon damals, als sie das aufgebracht hat und als sie das in Gang gebracht hat und auch als die anderen Reformschulbewegungen in Gang gekommen sind, nicht in die Zeit gepasst hat. Genauso wenig wie heute. Stellen Sie sich vor, diese Reformschulen in den 20er Jahren hätten sich überall ausgebreitet. Da wären da richtig tolle junge Leute rausgekommen, mit denen hätte keiner einen Krieg machen können. Die hätten gesagt, könnt ihr gerne machen, aber ohne mich. So, das heißt, man kann zu bestimmten Zeiten solche Schulen, wo richtig tolle junge Leute rauskommen, nicht so gut gebrauchen. So, und das ist schon immer so gewesen. Die Erwachsenen, die das jetzt überlebt haben und jetzt als Eltern oder als Lehrer unterwegs sind, haben oft die Überzeugung gewonnen, dass das notwendig ist, dass das gar nicht anders geht. Ich habe das auch ausgehalten, es hat mir nichts geschadet, also macht das doch nichts, wenn mein Kind das jetzt auch macht. Und dass die Kinder aus sich selbst heraus etwas leisten wollen, dass die die Welt entdecken wollen, dass die freiwillig und gerne lernen, das können sich, glaube ich, 90% der Bevölkerung in unserem Land gar nicht vorstellen. Mit dem Ergebnis, dass es auch keine politischen Entscheider gibt, die eine andere Form von Schule in Gang bringen könnten, weil diese politischen Entscheider, sobald die etwas so machten, wie ich gleich sage, wie die Schule der Zukunft sein müsste, wenn die das umsetzten, wären die innerhalb von einer Woche schon von der Presse zerrissen und von den Wählern abgewählt. So, jetzt zu Ihrem Punkt, die Schule der Zukunft müsste eine Schule sein, in der kein einziges Kind seine Freude am Lernen verliert. Das heißt, dort dürfte kein Unterricht mehr stattfinden, keine Bewertung. Da dürfte es auch keine Lehrpläne geben. Das Ziel dieser Schule der Zukunft müsste auch nicht sein, dass Kinder auf eine Ausbildung vorbereitet werden, also für einen späteren Beruf ausgebildet werden, sondern da müssten alle Anstrengungen dahin gehen, dass die Kinder lernen, sich im Leben zurechtzufinden. Ich nenne das immer Bildung für ein gelingendes Leben. Und das kann man nicht institutionalisieren. Das heißt, das kann ich nicht in einer Einrichtung lernen, die nicht sozusagen mitten im Leben ist, sondern da muss ich raus ins Leben. Und deshalb Schule der Zukunft heißt Stadtteile, Kommunen, Gemeinden kommen zu der Überzeugung, und zwar die Bürger dort kommen zu der Überzeugung, dass sie etwas tun wollen für die in diese Gemeinschaft hineinwachsenden jungen Leute. Und jeder bietet diesen Heranwachsenden irgendwas an, was er gut kann. Der Schmied, der Fensterbauer, der Jurist, der Bestattungsunternehmer,
die Frau, die da irgendwie an der Ladenkasse sitzt, jeder sagt, bei mir kann ein Kind kommen und kann sich angucken, was ich mache. Ich erkläre ihm das. Es kann ein bisschen mitmachen. Und die Kinder können sich sozusagen innerhalb dieser Stadt aussuchen, was ihnen gerade mal gefällt und wo sie glauben, dass das spannend für sie sein könnte, weil sie es noch nicht kennen. Und wenn da einer dann beim Architekten ist, dann wird er spätestens nach 3 Wochen sagen, ja, aber das ist jetzt blöd, dass ich keine Integralrechnung kann. Ich sehe immer wieder, dass man das können muss. Und dann würde dieser junge Mensch würde dann in ein Haus gehen, wo früher Schule dran stand. Und das heißt jetzt Lernwerkstatt oder Bildungshaus. Und dort geht er hin und sagt, was er für ein Problem hat, nämlich er will die Integralrechnung lernen. Und da gibt es dort kompetente Menschen, die früher Lehrer hießen und die diesem jungen Menschen nun helfen, sich die Integralrechnung selbst anzueignen. Nicht durch Unterricht, sondern indem sie ihm helfen, Material zu finden, so wie bei Maria Montessori vorgedacht, indem sie ihm helfen, Material zu finden, das ihm dann wieder hilft, auf eine möglichst effiziente Weise sich all das anzueignen, was er braucht, damit er am Ende diese Integralrechnung beherrscht. Und wenn er will, kann er ja auch noch ein Zertifikat ablegen, was er wieder irgendwo in seinem Schuhkarton sammelt, um es mal irgendwo vorzuzeigen, dass er die Photosynthese und die Integralrechnung und den Faust von Goethe und keine Ahnung was noch alles, dass er das alles auch irgendwie mal gelernt hat. So, das Ergebnis werden junge Menschen, die das Leben kennengelernt haben, die auch wissen, was die anderen Erwachsenen da draußen alle so treiben, die genügend Gelegenheiten gehabt hätten, sich in unterschiedlichsten Tätigkeiten auszuprobieren, dabei ihre Talente und Begabung und ihre Interessen zu entdecken und sich dann in diesem Haus, wo sie hingehen, wenn sie was lernen wollen, diese entsprechenden Fähigkeiten und das Wissen anzueignen, was sie brauchen, damit sie auf diesem Gebiet, was sie da interessiert, auch wirklich gut vorankommen. So, das ist Schule der Zukunft. Und jetzt ahnen Sie, warum ich das gar nicht öffentlich sagen kann. Das ist so weit weg von allem, was wir machen. Und wir bilden ja jetzt immer noch Lehrer aus für Schulen aus dem vorigen Jahrhundert. Ich weiß ja gar nicht, was man mit denen alles dann machen soll. Weil die werden ausgebildet, damit die Schüler unterrichten, aber solche jungen Menschen würden dann nicht mehr unterrichtet. Also solche Lehrer braucht kein Mensch mehr, die sich da ihre Lehrpläne überlegen und ihre Unterrichtsvorbereitung und ihre ganzen Unterrichtsmethoden, die sie einsetzen lernen. Nee, so ein Lehrer der Zukunft, das wäre eher so einer wie so ein Fußballtrainer, der die Jungs nimmt, wenn die kommen und Fußball spielen und denen zeigt, wie das geht. Ja, und das aber nicht nur im Fußball, sondern eben auch in der Mathematik, in der Biologie, in der Physik, in Deutsch, in Englisch, keine Ahnung. Und wenn so ein Kind seine Freude am Lernen in der Schulzeit nicht verliert, dann eignet sich das ja alles an. Das ist ja das, was wir uns nicht vorstellen können. Wenn der dann irgendwie, den brauchen sie nicht im Kindergarten schon mit Englischunterricht zu belästigen. Das interessiert den dort sowieso nicht. Aber wenn der mit 16 plötzlich merkt, ohne Englisch geht das nicht hier, weil er will eben dann vielleicht nach Amerika und dort irgendwie studieren oder sowas, dann setzt er sich auf den Hosenboden und dann dauert das 2 Jahre, dann spricht er perfekt Englisch. Wir kennen doch genügend Beispiele. Wenn einer wirklich was lernen will, dann geht das sowas von affenartig schnell. Was wir hier in unseren gegenwärtigen Schulen machen, ist, wir haben erzeugende Situation, wo alle Kinder ihre Lust am Lernen verlieren. Und dann brauchen wir unendlich viel Zeit, um uns selbst einzureden, wir würden ihnen was beibringen. Und anschließend bekommen wir die Ernüchterung, weil es ja schöne Studien gibt, die zeigen, dass 2 Jahre nach dem Abitur von dem Ganzen, was da bis zum Abitur an Lernstoff reingefüllt worden ist, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es waren also 5% oder sowas, weit unter 10%. Bestenfalls noch da sind. Das also noch furchtbarer kann man es ja gar nicht machen. Genau, das ist Zeitverschwendung. So, als ich Ihnen jetzt zugehört habe, war das so von meinem Gefühl her, das ist ein ganz schöner, wunderbarer, großer Traum.
Und das Fatale ist, dass ich das als Traum bezeichne und wir das in der Realität aber nicht haben. Und deshalb ist jetzt eigentlich die Frage, die sich so aufdrängt, wie kommen wir dahin? Also es gibt ja reformpädagogische Schulen, in der Anzahl ja schon sehr schön viele. Und wenn ich mit, ich sag jetzt mal, mit normalen Menschen, also mit den nicht reformpädagogisch aktiven Menschen, also die ihre Kinder in der Regelschule haben, drüber rede, oder auch mit meinen Eltern war das so, die verstehen gar nicht, wovon ich rede. Ich muss dann immer erstmal erklären, worum es überhaupt geht. Und die gucken mich dann an, ja, wovon redest du? Das ist ja wie eine Revolution. Und das ist halt eben dieses, sie haben auch, was sie erzählt haben, ich habe mich so als Kind vollkommen beschrieben gefühlt. Und die Frage ist jetzt, wie kann man in den Köpfen der Menschen was ändern? Wo ist denn die Bereitschaft? Wie können wir das denn umsetzen? Haben Sie da auch eine Idee oder zumindest einen Ansatz? Ja, Sie haben ja in jeder Gesellschaft immer ein paar Leute, die irgendwie ein Stück weiter denken und verstehen, was da los ist. Und denen vielleicht auch irgendwie, die näher mit dem Herzen bei den Kindern sind und stärker spüren, was die brauchen. Und die suchen sich dann ihre besonderen Schulformen und landen dann manche auch in der Montessori-Schule. Manche auch in Waldorf oder freien Schulen oder manchmal gibt es ja auch eine richtig tolle öffentliche Schule, die staatliche Schule, die auch gut geht. So, das heißt, es gibt Eltern, die sind da sehr bewusst damit und die suchen dann so eine bestimmte Schule, nehmen dabei aber furchtbare Anfahrtszeiten zum Teil in Kauf, also auch richten ihr ganzes familiäres Leben dann auf einmal nach dieser Schule, weil das so kompliziert ist und die nicht einfach in eine Nachbarschule im Stadtteil gehen können. Aber es gibt welche, die das machen, das ist denen wichtig genug und daraus rekrutieren sie dann ja auch ihre Schüler. Aber das wird auch in 50 Jahren noch nicht so sein, dass das viel mehr werden. Ne? Ja, Also das. heißt die entscheidende Frage, da will ich ja hin, wenn es nicht gelingt, in den Köpfen der Eltern ein wirklich fundamentales Umdenken in Gang zu bringen, wird sich auch an dem, was wir da im Augenblick als Schulsystem haben, nichts ändern. Das ist so leid mir das tut, das sagen zu müssen, aber Montessori und andere Schulen, auch die paar staatlichen Schulen, die es gibt, die wirklich vorbildlich sind, sind nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. So, und das ist trotzdem toll, dass sie da sind, weil ohne ihr Vorbild würden die Verhältnisse ja noch elender sein. Aber ein flächendeckendes Modell für ein modernes Land ist das erst dann, wenn es genügend Nachfrage gäbe für solche Arten von Bildungsangeboten. Und diese Nachfrage ist definitiv nicht da. Also mit anderen Worten, und da komme ich jetzt dorthin, wo Sie so fragen. Wir müssten eine Bewegung in der Elternschaft in Gang setzen, in der Öffentlichkeit. Also versuchen, alle zu erreichen, denen die Zukunft unserer heranwachsenden Kinder und Jugendlichen am Herzen liegt und bräuchten eigentlich nur eine einzige Forderung zu stellen. Und die heißt, in unserer Schule, da wo mein Kind hingeht, hier in meiner Stadt, will ich alles mit den anderen zusammen tun, dass dort kein einziges Kind seine Freude am Lernen verliert. So, die erste Schwierigkeit ist, viele Eltern haben ein großes Interesse, dass ihr Kind die Freude am Lernen nicht verliert. Denen sind aber die anderen völlig egal. Die halten sie für blöd und da kümmern sie sich auch nicht drum. Also da merken sie, dann müsste die Voraussetzung für so eine Bewegung wäre, dass man endlich auch den Blick öffnet und sagt, wenn es nicht anderen Kindern auch gut geht, geht es meinem Kind auch nicht gut. Ich kann nicht nur für mein Kind kämpfen. Ich muss was tun, dass es allen Kindern dann besser geht, weil dann hat es mein Kind auch besser. Das ist schon schwierig genug, aber das kann ich mir vorstellen, dass man das hinkriegt. Wir sind im Augenblick sogar dabei, so eine Bewegung aufzubauen. Würde ich mich riesig freuen, wenn die Montessori-Lehrerinnen und Lehrer damit dabei wären und auch die Eltern dafür gewonnen werden können. Aber wir wollen auch die großen Elternverbände, wir wollen die Friday for Future-Bewegung, wir wollen alle.
Und alle würden wir gern hinter diese eine Forderung bringen, die heißt, der Titel dieser Initiative heißt Lernlust statt Schulfrust. So, und dann braucht man, man redet nicht über Lehrpläne, man redet nicht über Noten und wie lange der Unterricht gehen soll, und sondern man redet nur über diese eine Frage, nämlich in der Schule, wo das Kind hingeht oder wo man zu Hause ist, fragt man und überlegt mit den Lehrern gemeinsam, was können wir hier tun, damit kein einziges Kind in dieser Schule hier in Witzenhausen seine ihm angeborene Freude am Lernen verliert. Das könnte eine starke Bewegung werden, weil die nicht mehr darauf setzt, dass die Eltern und die Lehrer gespalten werden, sondern da würden Eltern und Lehrer sehr leicht ein Bündnis eingehen können. Sogar die Schulbehörden müssten das befürworten. Es wird sich ja kein Schulrat hinstellen und sagen, ich möchte, dass die Kinder in der Schule ihre Freude am Lernen verlieren. Also man hat da so eine Angel, mit der man sie eigentlich alle kriegt, auch wenn sie erstmal nur verbal bekunden, das sei ihnen recht. Das ist egal, man kriegt sie erstmal. Und dann kann man genauer überlegen, was das denn bedeutet jetzt in meiner kleinen Schule hier vor Ort, Montessori oder auch nicht Montessori. Was müsste denn jetzt sich alles ändern, damit kein Kind mehr seine Freude am Lernen verliert? So, da könnte die kleine Grundschule aus der Nachbarschaft schon mal zu Ihnen kommen in die Montessori-Schule und vieles lernen. Man hat nicht eine vorgefertigte Unterrichtsplanung und eine Vorstellung davon, was man denen in jedem Halbjahr da alles beizubringen hat, sondern man macht eine vorbereitete Umgebung, lässt die Kinder kommen und die erleben sich als Subjekte und damit als Konstrukteure ihres eigenen Lernprozesses und das auch noch in einer liebevollen Gemeinschaft. Ja, wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Es ist schon da, wir brauchen da auch nicht noch so lange selber auszuprobieren, wie es geht. Und jetzt müsste das auch in der Grundschule auf irgendeine Art und Weise verwirklicht werden. So. Und dann können Eltern und Lehrer gemeinsam überlegen, wie das da vielleicht gehen mag. Das ist ja auch nicht so, dass das gleich von heute auf morgen rosig werden muss. Aber dass man merkt, wir gehen einen Weg gemeinsam, der in diese Richtung führt, wo wir dann vielleicht wirklich in 1, 2, 3 Jahren sagen können, wir haben jetzt deutlich und spürbar mehr Kinder, die aus der Schule kommen und Freude am Lernen haben und behalten haben. Und die sind dann auch diejenigen, die später im Leben mal gerne tätig sind. Das sind nicht diejenigen, die nur arbeiten, weil sie dafür Geld kriegen oder weil sie Geld verdienen müssen. Und das ist dann ein weiteres Argument, ist den meisten Eltern gar nicht klar, dass Menschen, die nur arbeiten, um Geld zu verdienen, die verrichten ja Tätigkeiten, die man aufschreiben kann. Du musst, damit du deinen Wochenlohn kriegst und einen Monatslohn, musst du das und das und das machen. Und wenn man die Tätigkeiten aufschreiben kann, dann kann man sie auch in einen Roboter oder in Automaten reinprogrammieren. Und dann kommt das dabei raus, was wir jetzt schon ahnen, dass diejenigen, die in der Schule ihre Freude am Lernen schon verloren haben, deshalb auch keine Freude am Tätigsein mehr haben, dass die später keine Möglichkeit mehr haben, in diesen gesellschaftlichen Gesamtprozess sich einzubringen. Die werden mit irgendwas abgespeist, ob man das bedingungsloses Grundeinkommen oder wie auch immer nennt, ist fast egal. Aber die sind sozusagen aus dem lebendigen Entfaltungsprozess dieser Gesellschaft ausgeschieden. Sitzen auf dem Sofa mit ihrer Videobrille und schauen sich ihre Pornos an. Genau. Sie hatten jetzt ja schon angesprochen, dass es eine Initiative gibt. Ich bin ja so relativ im Internet oft unterwegs und ich weiß, es gibt ganz viele Bewegungen. Also es gibt viele kleine Bewegungen, von denen ich den Eindruck habe, dass die ja alle das gleiche Ziel haben. Sehen Sie denn eine Chance, dass wir die irgendwie, die Kräfte auch irgendwie bündeln können? Also gibt es da, sind Sie der, ich sage jetzt mal, der zentrale Punkt, an dem die Kontakte zusammenlaufen können? Weil nur gemeinsam ist man ja stark. Also können wir da jetzt irgendwie einen Aufruf starten oder die Initiative so weit voranbringen, mit gebündelten Kräften voranzugehen? Sehen Sie da eine Chance? Wir reden ja jetzt über etwas, was wir erst noch in Gang bringen wollen. Diese Initiative gibt es noch nicht, aber ich nehme die Gelegenheit, um jetzt schon mal mit Ihnen
und allen, die uns hier zuschauen und zuhören, darüber nachzudenken, wie gut das wäre, wenn es so etwas gäbe. Ja. Es gibt dann eine Webseite, auf der wir diese Initiative vorstellen und auf der sich die Schulen oder auf der sich alle sozusagen eintragen können, die daran mitwirken wollen. Dann wird es auch so eine Landkarte geben, wo man dann sieht, dass in Bottrop auch so eine Gruppe ist, die möchte, dass kein Kind mehr die Freude am Lernen verliert. Dann werden sich Menschen in Bottrop fragen lassen müssen, warum sie nicht auch Teil dieser Bewegung sind. Oder ob sie vielleicht zu denen gehören, die das total in Ordnung finden, wenn dort die Kinder ihre Freude am Lernen verlieren. Und dann werden die Menschen in Bottrop darüber nachdenken, was sie tun können, damit in ihrer Schule was in Gang kommt. Und wenn ihnen da was eingefallen ist und das funktioniert, dann schreiben die das auf diese große Webseite. Wir in Bottrop haben es so versucht und haben das gemacht. Und auf einmal ist was gegangen, was wir gar nicht für möglich gehalten haben. Das könnt ihr in Klein-Siestimich auch gerne ausprobieren. So, das ist, heißt, das wird eine Bewegung, die eigentlich nicht auf die Straße geht, sondern das wird eine Bewegung, die wie ein, ja, wie so ein Pilzmyzel sich innerhalb des bestehenden Systems ausbreitet, die keinen Widerstand will und auch leistet, sondern die einen konstruktiven Weg sucht, um das Neue zu schaffen, ohne dass man das Alte bekämpft. So, Hat und sich. das dauert jetzt. Wir sind noch am Überlegen, wir bräuchten noch einen schönen Anlass und wir wollen uns auch noch ein paar andere Initiativen zusammensuchen. Also da sind die Verbände der Montessori-Schulen herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen. Aber die anderen holen wir eben alle auch, sodass wir am Anfang ein richtig großes Bündel sind von, nennen wir es mal, gesellschaftlichen Kräften und Organisationen, die das dann gemeinsam hochfahren. Und so als Termin für das Hochfahren würde ich sagen, das müsste vor Beginn des neuen Schuljahres passieren. Also Ende August, Anfang September. Und dann muss Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden. Und da haben wir ja alle mit unseren Verteilern und so Möglichkeiten, das zu machen. Und es wird im Vorfeld in diesem Prozess, wo wir versuchen, solche Organisationen wie Ihre mit einzubeziehen, da werden Sie sich das auch mit angucken und Sie werden Vorschläge machen können, was man da noch besser machen kann. Deshalb haben wir jetzt so einen langen Zeitraum ins Auge gefasst, fast ein halbes Jahr, um dann etwas anbieten zu können, wo eigentlich dann fast alle sagen, da habe ich sogar mitgewirkt und das habe ich mitgestaltet und da bin ich Teil davon und das ist jetzt so gut geworden, besser geht es nicht mehr. Und zu Ihrer Frage zurück, das Geheimnis, was da jetzt auf einmal neu ist und innovativ ist, heißt nicht mehr 5 Ziele und auch nicht irgendwelche Rosinen, die man dann als Bewegung verfolgt, sondern eine einzige Aussage. Und die heißt, kein Kind darf in der Schule seine Freude am Lernen mehr verlieren. So, fertig. Alles andere ist egal. Was die da für einen Unterricht machen, was die da lernen, alles vollkommen egal. Hauptsache, die behalten ihre Freude am Lernen. Denn wenn sie die behalten, werden die sich das, was ihnen irgendwie wichtig erscheint, alles selbst aneignen. Und damit ist eigentlich Schule in dem üblichen Sinne nur alleine wegen dieses einen Satzes nicht mehr möglich. Ja, hört sich. Hört sich gut an, ne? Ja, wir hatten das ja nicht abgesprochen. Ich bin jetzt total geplättet. Mir fehlen also selten die Worte, aber ich bin jetzt maßlos beeindruckt. Die Frage, die sich jetzt aufdrängt, wie können wir oder wie werden Sie das, die Kontakte weiter knüpfen? Wie werden Sie da interessierte Menschen ins Boot holen? Wie können wir da Sie jetzt. schicken mir eine Mail Gut. und dann tue ich sie auf den Haufen derjenigen, die auf dem Laufenden gehalten werden. Und das Gut. gilt auch für alle, die uns hier zuschauen und in irgendwelchen Verbänden sind und eine große Reichweite haben. Bitte einfach kurz den Hinweis, da hätte ich Lust mitzumachen. Lernlust statt Schulfrust, da bin ich mit dabei. Und dann packen wir das auf so einen Haufen, das wird unser Verteiler und dann werden Sie über das Geschehen und wie es sich jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten vorwärts entwickelt, informiert und können dann Ihre Einwände oder Ihre Bedenken oder Ihre konstruktiven Vorschläge dazu tun.
Und dann kriegen wir da am Ende ein Ergebnis, was eigentlich nicht mehr so gut umstürzbar ist und wo wir auch nicht wieder solche Spaltungsbewegungen haben. Das ist ja das Schlimmste eigentlich, Genau. was man machen kann, dass man sich spaltet. Also die Eltern und die Lehrer, die Elternschaft untereinander, die Lehrerschaft untereinander. Das ist ja alles furchtbar. Und wenn man sowas Gespaltenes hat, dann ist das zwangsläufig so, dass sich da irgendeine Kraft oben dieses Hühnerhaufens bemächtigt. Und das heißt dann eben Kultusministerium oder wie auch immer. Genau. Die können dann machen, was sie wollen, weil die sich unten nicht einig sind. Und was wir jetzt machen, ist, wir finden einen einzigen Satz. Wir haben ein einziges Anliegen, nicht 25, sondern eins. Und hinter dem stehen wir und das fordern wir mit aller Konsequenz ein. Und zwar nicht durch Rumgebrülle, sondern indem wir in der Schule sagen, wie können wir euch helfen? Wie können wir das hinkriegen, dass hier in dieser Schule, hier um die Ecke, dass Genau. da kein Kind mehr seine Freude am Lernen verliert? Da gehen auch nicht nur die Eltern hin, sondern da gehen auch Großeltern hin und auch andere Bürger, denen das Wohl der Kinder, die in dieser Kommune heranwachsen, am Herzen liegt. Und dann wollen wir sehen, ob sowas geht. Das ist ungewöhnlich, aber wir haben ja jetzt in der Corona-Zeit gelernt, dass manches ungewöhnlich werden muss, damit es besser werden kann. Genau. Ja, lieber Herr Professor Hüther, ich würde vorschlagen, wir veröffentlichen dann eine E-Mail-Adresse auf der Kongressseite, an die dann eben die Interessierten, jetzt, die wir jetzt hier so spontan aufrufen, sich dann an Sie wenden können. Das wäre jetzt so mein Vorschlag, dass wir, ich bin mir sicher, dass da sind viele dabei, die sich dafür interessieren und die auch sagen, da wollen wir mit dabei sein, da wollen wir mithelfen. Ich denke, dass wir das halt auch dann organisatorisch so in die richtige Richtung lenken. Ja, dann bitte gehen Sie auf die Webseite der Akademie, Akademie für Potenzialentfaltung.org, Genau, das machen wir dann. und Genau. dort gibt es ein Kontaktformular. Genau. Und da schreiben Sie es einfach rein. Und Ja, dann super. kriegen wir das. Super. Ja, ich dachte, ich mache jetzt ein Interview mit Ihnen über die Schule der Zukunft, aber dass wir jetzt hier wirklich so eine Initiative auch noch daraus entwickeln, das ist ja. Ich finde jetzt im Moment keine Worte, ich finde es einfach Ja, nur. aber das ist ja eben, was wir hier machen, ist ja auch wirklich an sich schon spannend genug. Ja, Ja, also. ich habe so viele Vorträge gemacht und so viele Veranstaltungen besucht und das nun schon seit 20 Jahren oder so. Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht mehr der richtige Weg ist. Also Vorträge halten, Veranstaltungen besuchen, ist nett. Da kommen immer nur die, die sich dafür interessieren. Die anderen erreicht man gar nicht. Und ich glaube, das ist alles, das hat sich sozusagen überlebt. Das haben nur viele noch nicht gemerkt, weil verdienen ja auch viele mit diesen Veranstaltungen Geld und manche machen das auch ihres Renommees wegen und sie gewinnen Bedeutsamkeit dadurch. Aber in Wirklichkeit ist das einfach kein geeignetes Format, um eine Dynamik in die Prozesse zu bringen, die wir gern voranbringen möchten. Und deshalb ist auch das, was wir hier machen, eigentlich ein schönes Beispiel für Zukunft. Wir reden nicht nur darüber, wie es werden sollte, sondern wir haben auch schon die ersten Ideen, wo jeder Einzelne, der hier mit dabei ist, sich überlegen kann, ob er da nicht gerne mitmachen möchte. Das ist Zukunft. Dieses ganze Gequake, um es jetzt mal übel zu sagen, diese ganzen theoretischen Überlegungen, dieses ganze kognitive Zeug, was wir da uns gegenseitig vorblubbern, und wo wir doch im Endeffekt uns immer nur gegenseitig darin bestärken, dass wir der richtigen Überzeugung sind und die richtigen Vorstellungen verfolgen. Das braucht kein Mensch mehr. Ja, wir brauchen wieder etwas, ich nenne das immer Lebendigkeit. Und das gibt mir jetzt vielleicht zum Schluss noch Gelegenheit zu sagen, ich bin gar kein Hirnforscher. Ich bin Biologe. Okay. Ursprünglich bin ich Biologe. Und was mich wirklich fasziniert, ist der Umstand, dass das Leben ein einziger Entfaltungsprozess ist. Und dass sich alles, was lebt, jetzt haben wir wieder Frühling, brauchen wir nur rauszugehen, es entfaltet sich, es entfaltet sich. Und das ist die Dynamik, die in allem Lebendigen drinsteckt. Und dieser Entfaltungsprozess ist auch immer ein Lernprozess. Das heißt, der kleine Krokus lernt jetzt unterwegs, wenn er da rauskommt,
wohin er wachsen muss, damit er maximal die Sonne abkriegt. Das heißt, Entfaltungsprozesse sind ein Grundmerkmal des Lebendigen und die vollziehen sich über Lernen. So, und wenn sich nichts mehr entfaltet, dann kann auch nichts mehr gelernt, also nichts mehr gelernt werden. Und wenn man etwas vor sich hat, was wie lebendig aussieht, was aber keine Freude am Lernen mehr hat, dann ist das nicht mehr, ne, lebendig. Dann hat man es tot gemacht. Und das darf uns nicht mehr länger passieren, dass wir Kindern ihre Freude am Lernen versauen. Also das machen wir ja nicht absichtlich und deshalb ist es ja auch, machen wir das jetzt auch so liebevoll, dass wir sagen, wir können da alle nichts dazu, das hat sich so ereignet. Aber jetzt sage ich etwas ganz Bitteres, wenn wir jetzt, obwohl wir jetzt erkennen, dass das falsch ist, so weitermachen, da kann mir keiner mehr kommen und kann sagen, das wäre richtig so und er hätte es nicht besser gewusst. Nee, jetzt wird es Zeit, dass wir das, was wir wissen, auch umsetzen und dann muss es, dann heißt es Farbe bekennen und dann aber auch raus aus diesem Schlamassel, auch auf die Gefahr hin, dass das alles durcheinander bringt, was wir da im Augenblick so schön ist aufgebaut haben. Und es ist ja gar nicht so viel, was da durcheinander kommt. Längst sind Ausbildungsbetriebe schon auf der Suche nach anderen Ausbildungsformen. Längst sind weiterführende Bildungseinrichtungen dabei, sich zu überlegen, wie die ihre Bewerber selbst aussuchen, damit sie endlich diese blöden Zensuren nicht mehr nehmen müssen, die ihnen sowieso nicht weiterhelfen. Und die sogar manche Universitäten überlegen sich jetzt, wie das gehen könnte. Und das Einzige, was sie daran hindert, ist das Kultusministerium, was von den Universitäten verlangt, dass die sich nach dem Numerus Clausus und damit nach den Durchschnittsnoten im Abitur richten. Ich bitte Sie, das ist doch absurd. Die Universität möchte sich ihre Bewerber selbst aussuchen und darf es nicht, weil da irgendwelche Beamten meinen, sie müssten ein System aufrechterhalten, in dem diesen Schulzensuren eine besondere Bedeutung zugemessen wird. Nein, die haben keine Bedeutung mehr, die sind tot. Und die braucht auch kein Mensch mehr. Und deshalb wird das jetzt mal langsam höchste Zeit, dass wir da vorangehen. Und natürlich freue ich mich, deshalb habe ich da ja auch zugesagt, freue mich, dass wir die Kräfte dann auch bündeln, die sowieso schon immer 5 Meter vorne weg gewesen sind. Aber, und das wissen Sie dann als Montessori-Pädagoginnen und Pädagogen ja auch selbst, Ihnen sind ja auch die Hände gebunden. Am Ende müssen Sie die Schüler durch denselben blöden Flaschenhals da oben durchjagen. Und das sind die Schulgesetze und die kultusministeriellen Vorgaben. Und deshalb können Sie diese Art von Begleitung der Schüler, so wie Sie das gerne möchten und wie das Maria Montessori mal gedacht hat, so richtig bis zum Ende gar nicht durchziehen. Am Ende werden Sie selbst wieder zum Objekt gemacht, von Leuten, die bestimmte Vorgaben erlassen, die sie zu erfüllen haben. Na wunderbar. Da muss man mal langsam aufwachen. Ja, wir nehmen das jetzt als Aufruf von Ihnen. Nein, als Idee. Als Idee, auch als Aufruf. Ja, es muss jemand die Initiative ergreifen, das ist immer so. Und das ist ganz wunderbar. Ein wunderbares Angebot. Einladung an alle. Wie gesagt, wir veröffentlichen die E-Mail-Adresse. Wer möchte, kann dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Und ja, ich hoffe, dass da jetzt was Großartiges was draus wird. Also das von, ja, Veränderungen. Man muss es ausprobieren. Und das Wichtigste ist, dass wir keinen draußen lassen. Also wenn das jetzt wieder eine Bewegung wird, die nur von Montessori-Pädagogen getragen wird, haben wir was falsch gemacht. Sondern die gehören genauso dazu wie die anderen und auch die sogenannten die Lehrkräfte, die im Bereich der früher mal Behindertenpädagogik, so, die gehören auch dazu und auch die Gefängnisaufseher, die in den Jugendstrafanstalten unterwegs sind, die muss man auch dafür gewinnen. Ja, alle. Genau. Und je mehr das sind, desto breiter wird das Ganze und und eben der Trick heißt eben nicht Petition, nicht Aufruf, nicht Forderung, nicht Widerstand, sondern wir schließen uns zusammen und gehen dorthin, wo die Kinder und Jugendlichen sind und helfen, dass das dort irgendwie anders wird. Hilfe zur Selbsthilfe. Wunderbar. Wunderbarer Schlusssatz. Lassen wir jetzt einfach so stehen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen herzlichen Dank für die Inhalte. Ja.
Wir schauen jetzt, was draus wird. Ich bin sehr optimistisch, dass da was Wunderbares draus wird, was Großes draus wird und dass wir auf diesem Wege wirklich auch was verändern können. Also das ist vielen herzlichen Dank für das tolle Wir Gespräch. versuchen es. Man muss es immer wieder mal versuchen. Vielleicht haben wir jetzt die Zeit, ist vielleicht jetzt auch reif für sowas. Genau. Alles Gute, vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben und ich drücke Ihnen die Daumen. Und vor allen Dingen passen Sie auf, dass Sie die Freude nicht verlieren an dem, was Sie da machen. Das ist also Lehrer zu sein, also eigentlich besser, junge Menschen auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten, ist eigentlich das Wertvollste und Wichtigste, was man überhaupt nur machen kann. Alles Gute. Vielen herzlichen Dank.